Einen recht schönen guten Tag, da ist wieder mal der Meier Werner. Ich bin Fotograf und Videograf. Genau, arbeite vorzüglich mit Darktable, ab und zu auch mal mit Rohtherapie. Genau. So, kommen wir zum letzten Teil. Kampf gegen Darktable und Rohtherapie. Ja, beim letzten Mal war es ja ein Unentschieden, dabei bleibt es auch. Jetzt geht es darum, welches ist das bessere Programm zum Bilderbearbeiten? Ja, und es geht ja hauptsächlich darum, wie kann ich meine Rohdateien am besten bearbeiten? Ja, also ohne Schnick und ohne Schnack, auch kein Schnickschnack, auch kein Schnickschnack Schnuck, ja, sondern es geht einfach nur darum, wie kann ich meine Bilder effizient bearbeiten? Ja, und wie komme ich zu einem sehr guten Resultat, dass ich sogar ein Bild ausdrucken kann. Ja, also ich meine jetzt nicht, dass ich zum Profi ging und mir da ein Fotobuch machen ließe, ja, sondern wenn ich das zu Hause machen möchte, komme ich da auf ein gutes Resultat. Ja, gut, da habe ich jetzt in Zwischenzeit keine Erfahrung gesammelt. Ich drucke ganz, ganz selten, ja, alle 100 Jahre einmal ein Bild. Ja, früher war das bei mir viel der Fall, dass ich Bilder ausgedruckt habe. Heute mache ich das nicht mehr. Ja, verstaubt eh nur. Keiner schaut sich's an. Ja, und Bilder an der Wand. Ich denke, das kann man tun. Vielleicht mache ich es auch wieder. Mal schauen. Okay, aber welches ist jetzt das bessere Programm? Rohtherapie oder Darktable? Damit fangen wir schon mal mit Rohtherapie an. Und habe hier mal ein nettes Beispiel. So zur Erinnerung, mit was habe ich fotografiert? Ihr seht das nochmal. Ja. Dazu muss ich nichts sagen. Ihr könnt es ja selber lesen. So ist es dann auch bei Darktable drüben. Das gleiche Bild mit der genau gleichen Einstellung. Ja, hier haben wir so ein Bild. Ja. Wenn ich jetzt sagen möchte, ja, möchte jetzt das Bild noch etwas nachbearbeiten. Ja, ich möchte die Farben noch etwas kräftiger haben, das Grün, das Rot hier. Ja. Und im Schattenbereich möchte ich es auch noch etwas eleganter gelöst haben. Und wenn ich nahe hingehe, so rauscht mir doch das Bild schon noch etwas. Ja. Zum Beispiel hier sieht man es gut. Ja. Dann gerade mal so nur als Zückerchen kann ich ja mal das Rauschverhalten so richtig einstellen. Hier gehe ich mal auf RGB, genau, dann noch etwas nachschärfen und dann war es das eigentlich auch ja schon. Ja, mehr braucht die Welt nicht. Und ihr seht selbst, ich habe es jetzt hier mit 400 fotografiert, also 400 ISO hier, ja, nur zur Erinnerung. Und das ist okay. Ja, und dann sage ich noch gut. Kontraste möchte ich auch noch was dazu nehmen. Ja, ich möchte die Belichtung etwas zurücknehmen. Möchte vielleicht noch die Sättigung nehmen. Und somit wäre dann dieses Bild fertig. Vielleicht ein Schwarzpegeln. Ganz wenig noch, ja. Also, oh, seht ihr, was passiert? So war es nicht gedacht. Also gehen wir hier wieder zurück auf Anfang. So, ja. Ja. Dann kommen wir mit der parametrischen Maske noch was tun. Ja, und damit wäre es eigentlich schon geschehen.
die Tiefen noch etwas, ja, dann könnte ich vielleicht die Helligkeit trotzdem noch ein wenig anziehen. Und dann hätte ich ein schönes Bild für einfache Fotobearbeitung, also ohne Schnick und ohne Schnack, so dass ich zu einem guten Resultat komme, kann ich Rohtherapie empfehlen. Für die einfachen Fotografen, ja, für die, die einfach nur fotografieren wollen und dann ihre Bilder schnellstmöglich bearbeiten, könnt ihr das mit Rohtherapie tun. Für die, die zum Beispiel jetzt mehr machen möchten, ja, aus ihren Bildern, empfehle ich Darktable ganz klar. Ja, weil das ist dann schon für Fortgeschrittene. Ja, und hier kann ich zum Beispiel auch nachschärfen. Ja. Ich kann hier sogar noch die Menge angeben. Es reagiert etwas anders als das von vorher. Ich nehme mir das Rauschprofilfeld. Dann ist das auch schon entrauscht. Ich kann nachgucken, ob es mir zu heftig ist. Wenn ja, gehe ich mit der Stärke etwas zurück. Kann dann immer noch etwas gehen. So. Und somit hätte ich es auch schon bald hinter mir. Ja. Und warum zeige ich das jetzt in der einfachen Version? Naja, ich kann, wenn ich jetzt sagen möchte, ich möchte jetzt nur diesen Teil bearbeitet haben, ja, also nur diesen Teil da, dann kann ich mir das eben zurecht schnippeln, wie ich es haben möchte, ja. Nur so als Beispiel. Oder ich kann mir einen Kreis geben lassen und kann den mal aufmachen und dann kann ich den darüber ziehen. Ich kann ein Oval machen. Wenn mir jetzt die Größe zum Beispiel nicht zugesagt hätte, ja, und kann dann dieses Oval in die Richtung bringen, wie ich es gerne haben möchte. Wieso zeige ich euch das? Weil das könnt ihr mit Rohtherapie nicht tun. Dazu müsstet ihr eben schon sowas haben. So. Und jetzt kann ich zum Beispiel sagen, ja, die Sättigung hier zentral könnte ich jetzt etwas anziehen. So, voilà. Und ich könnte es auch noch etwas mehr machen. Ihr seht schon. Oder ich könnte es ausbleichen. Ja, dieses ist nur ein Beispiel, wie ich zum Beispiel sagen könnte, so jetzt, aber jetzt sehe ich es schon, sobald ich hier zudrehe, dann sieht man meinen Kreis, das will ich nicht, ja. Und so kann ich meine Farben eben dementsprechend anpassen, ja, da sieht die andere schon fast ein wenig blass aus dagegen. Ja, und deswegen ist dieses Programm für Fortgeschrittene. Ja, also weil man hier alle Möglichkeiten ausschöpfen kann und ich keine zweite Software bemühen muss. Das wäre das Endresultat. Also für einfache Bearbeitungen auf jeden Fall Rohtherapie. Ja, damit kann ich schon wahnsinnig viel erreichen für meine Bilder. Ja, und ihr seht selbst, jetzt habe ich
genau das, was ich haben möchte. Ich habe eine schöne Farbe, weil ich noch die Dynamik ins Spiel gebracht habe. Ich könnte natürlich da unten jetzt auch noch die Farben separat bearbeiten, aber ich lasse das, weil es meistens ja stimmt. Die jetzt dann sagen, ja, und dann könnte ich es auf GIMP rüber tun. Wieso wollt ihr es auf GIMP rüber tun? Ja, was stimmt mit diesem Bild nicht? Ja, dann liegt es meistens an dem, der die Software bedient. Ja, und an dem, der das Bild geschossen hat. Wie habe ich meine Kamera eingestellt? Wie war die Distanz zum Objekt hin? Wie bearbeite ich das auf der Software? Ja, denn wenn ich es nicht verstehe, mit der Software zu mein Bild zu bearbeiten, kriege ich sicher auch nicht besser hin bei GIMP. Ja, nur mal so zur Erinnerung: Wir reden hier von der Bildbearbeitung und Bildentwickeln. Ja, und ich will ja das Bild, die Fotografie, die ich gemacht habe, möchte ich in alle ihren Facetten entwickeln. Ja, deswegen gehe ich raus und mache ein paar Bilder davon. Ich gebe jetzt euch noch ein anderes Beispiel und bleibe schon mal bei Raw Therapy. Zum Beispiel, was könnte man jetzt nehmen? Ich habe hier jetzt ein paar Beispiele. Ich muss nur gucken. Nehmen wir gerade das da hier. Wenn ich jetzt auch draußen bin, hier seht ihr schon Kameraeinstellungen, so wie es die Kamera aufgezeichnet hat. Ja, klar ist dieses Bild jetzt blass, aber so kommt es eben raus, wenn ich roh fotografiere. So müsste es dann zu der Karte rauskomme. Und jetzt ist es, die Farben sind etwas flach. Ja, alles andere ist ja das Fokussieren. Deswegen sind die Sachen unscharf, habe ich auch schon des Öfteren erklärt. Ja, und jetzt geht es darum, will ich es so behalten? Ja, dann sieht es einfach flach aus und hat keine Aussagungskraft. Oder will ich etwas mehr aus meinem Bild machen? Ja, und dazu gehe ich jetzt hin und sage schon mal, oh, da habe ich was gesehen. Das ist ja auch das Nette. Ich habe was gesehen und kann mich schon mal darum bekümmern. Da mehr draus zu machen. So, jetzt habe ich dieses Bild zum Beispiel entrauscht. Ja, ich zeige jetzt einfach noch mal ganz kurz eine Bearbeitung, so wie ich denke, dass es richtig wäre. Ich kann auch das Bild etwas nachschärfen, falls das sein müsste, ja, um doch eine gewisse Qualität hinzubekommen. Dann gehe ich noch mal hin und schaue mir noch mal an, wie das Rauschverhalten ist. Ja, ich kann dann auch auf RGB gehen. Vielleicht kann ich dann hier noch benutzerdefiniert einschalten und kann dann hier noch ziemlich am Grün-Rot-Kanal drehen. So, jetzt ist gut. Ja, und sofort sieht das Bild dann anders aus. Ja. Und ich habe noch gar nichts an den Farben gemacht. Ja, das kommt jetzt. Ich kann den Kontrast etwas raufsetzen. Minimal. Ja. Die Helligkeit etwas zurückdrehen. Die Farben etwas anziehen. Und die Dynamik. Hier. Die Dynamik etwas noch nachnehmen. Und somit wäre das Bild fertig. Und Erik.
seiner ganzen Pracht. Ja? Und jetzt schauen wir nochmal, wie es vorher ausgesehen hat. So war es am Anfang, ja. Und so war es jetzt, als ich damit fertig war. Und das ist schon ein Unterschied, ja. So war das Bild eben flach. Und so war es benutzerdefiniert, also so wie ich es eingestellt habe, ja. Ich finde, wenn man sowas fotografiert, sollte man es schon bearbeiten wollen. So, das wäre mal das Erste. Wenn es etwas länger gedauert hat als geplant, tut es mir leid. Ja. Aber wie gesagt, es geht ja wirklich nur um Foto zu entwickeln. Deswegen gibt es ja solche Software. Ja. Man könnte mehr machen, wenn man das machen möchte. Aber vergesst nicht, jetzt reden wir dann schon von extremen Bildbearbeitung wie Composing und so. Da gibt es andere, die das besser machen als ich. Meine Interessen sind sowieso nicht. Ja, hier geht es einfach nur um Fotografien und Bearbeitungen. So, ich hoffe, ich konnte euch die Entscheidung etwas einfacher machen zwischen Dark Devil und Raw Therapy. Ja, beides sind sehr gute Programme. Das ist etwas einfacher gestrickt. Es tut genau das, was es sein, was es tun soll. Ja, noch was zu den Grundeinstellungen, dass ihr das so machen könnt, würde ich hier drauf gehen. Ich zeige es euch mal. Da hier zu den Einstellungen reingehen. Hoppala. Hier zu den Einstellungen reingehen. Da hier, ja, wo der Mauszeiger ist und auch da steht. Da drückt ihr dann mal drauf. Dann, wie habe ich jetzt meins eingestellt? Muss jetzt mal nachgucken. Ich habe hier den Standardprofil verwenden ausgeblendet, alles auf naturell gestellt. Ja, und dann mit OK bestätigt. Habe dann die Software nochmals neu gestartet, also hier zurückgefahren, ausgedreht und dann die Software nochmal neu gestartet, so dass alle Einstellungen dann normal sind, so dass ich selber entscheiden kann, weil Selbstentscheidung ist wichtig. Okay, gebt mir doch einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Wenn nicht, einen nach unten. Empfehlt meinen Kanal weiter. Dafür möchte ich mich schon jetzt mal bedanken. Genau, wünsche euch ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Mein Name ist der Meier Werner. Bin Hobbyfotograf und Videograf. Tschüss.